kommt nach der Vogelperspektive und nach der Zukunftsperspektive sowas Ähnliches wie eine Froschperspektive. Das heißt, wir reden jetzt über etwas, was ganz weit unten ist. Wir nennen das selber smarte Solarstraßen. Sie alle haben Smartphones, Smart City, haben Sie auch schon gehört. Und jetzt geht es um smarte Straßen. Was heißt das genau? Wir haben eine Technologie entwickelt, die drei Probleme lösen soll oder verbessern soll. Das eine Problem ist, dass die Landschaft möglicherweise zukünftig so aussehen wird wie auf diesem Bild. Das heißt, wenn wir sehr viel erneuerbare Energie erzeugen, haben wir möglicherweise solche Anlagen, die die Landschaft verschandeln. Das wollen wir verhindern. Das zweite ist, dass die Elektromobilität im Moment noch das Reichweitenproblem hat und noch ein bisschen unbeliebt ist, deswegen, weil es natürlich sehr teure Autos hat und der Strom auch relativ unkomfortabel in die Autos gelangt, nämlich mit so einem Kabel. Das wollen wir auch verbessern durch induktives Aufladen. Und das dritte ist, dass wir noch ein bisschen mehr Geld in die öffentlichen Kassen bringen wollen, weil eben eine normale Straße Geld kostet und eine Solarstraße das Potenzial hat, Geld zu verdienen. Wie machen wir das? Wir haben einen speziellen Belag entwickelt. Ich habe so ein kleines Stück mitgebracht, zeige ich gleich. Ich gehe mal jetzt darüber, wenn Sie mit der Kamera folgen können. Sie sehen dieses Kästchen da in der Mitte, das soll ein Quadratmeter sein. Ein Quadratmeter produziert ungefähr 100 Kilowattstunden pro Jahr unter guten Verhältnissen, kostet 250 Euro und hat den Vorteil, dass wir eben die Fläche, die wir schon haben, doppelt nutzen können, sowohl für den Verkehr als auch für die Energieerzeugung. Und das Konzept sieht vor, dass wir diesen Strom, der dann da entsteht, sowohl ins öffentliche Netz einspeisen können und eben zukünftig dann auch an Autos abgeben können, die sich auf der Straße befinden, entweder während sie parken mit induktiven Ladeplatten oder auch während des Fahrens auch per Induktion. Wer hat Induktion noch nicht gehört als Begriff? Sie wissen alle ungefähr, was das ist. Strom durch die Luft, beziehungsweise so ähnlich wie bei Ihrer elektrischen Zahnbürste. Da sind auch keine Kontakte mehr dran, wo die Zahnbürste aufgeladen wird, der Akku, sondern das geht quasi durchs Gehäuse. Und diese Technologie entwickelt sich gerade sehr stark. Wie sieht das konkret aus? Wir haben einen Belag. Das ist so ein flexibler Solarteppich, so nennen wir das. Das heißt, das sind hier solche Fliesen, da ist PV integriert als Solarzelle. Diese Fliesen, die sind miteinander flexibel verbunden, mechanisch und elektrisch. Und diese Oberfläche, die ist halt jetzt sehr, sehr speziell. Da steckt auch die Hauptarbeit drin, die wir uns gemacht haben. Weil auf der einen Seite muss natürlich diese Fläche extrem rutschfest sein, insbesondere bei Nässe, weil das Glas ist. Sie muss natürlich auch bruchfest sein und gleichzeitig muss auch irgendwie die Sonne, die ja immer schräg kommt, wenn das horizontal liegt, die schräg kommt, muss irgendwie speziell eingekoppelt werden in dieses Glas, damit der Strom damit das Sonnenlicht ausgewertet werden kann, um damit Strom zu produzieren. Das heißt, so ein Solarteppich, wir haben Module, einen Meter mal einen Meter ungefähr, die werden auf die Straße geklebt und dann sind die belastbar. Also da kann ein LKW drauf fahren und auch bremsen und da rutscht nichts weg. Das ist so das grundsätzliche Prinzip und jetzt haben wir viele Details da eingebaut, die ich gerne nochmal im Detail auch erkläre. Wenn es für Sie interessant ist, können Sie gerne nochmal nachfragen. Das ist jetzt hier so ein kurzer Blick auf so eine ganz kleine Ecke. Da sieht man Noppen, da sieht man Gräben, da sieht man auch diese senkrecht stehenden Flanken, die das Licht einkoppeln. Und das haben wir entwickelt zusammen mit Forschungspartnern und anderen. Was wir dann zukünftig noch sehen in der Straße der Zukunft ist, dass wir nicht nur Strom erzeugen, sondern dass wir den Strom auch nutzen, um zum Beispiel zu beleuchten, um die Straße auch an bestimmten Stellen aufzuheizen. Das macht Sinn im Winter, zum Beispiel an Steigungen oder gefährlichen Kurven. Wir sehen auch, dass die Straße dann Sensoren haben wird, nicht um ihre Geschwindigkeitsüberschreitungen zu messen, sondern um zum Beispiel zu gucken, wie ist der Verkehr vor einer Ampel, wie muss man die Ampel schalten oder wie muss man selbstfahrende Autos informieren, damit sie eben nicht unnötig bremsen müssen und ähnliche Dinge. Internet of Things spielt da eine Rolle und diese ganze Vernetzung, die dann eine Folge davon ist. Es gibt noch ein paar Seiteneffekte, dass zum Beispiel auch dieser Belag Schall absorbiert. Sie kennen das alle von normalen Straßen, da machen die Autoreifen natürlich einen Krach. Das kommt deswegen zustande, weil wenn man Luft komprimiert, wie beim Klatschen, entsteht ein Ton. Wenn die Luft aber entweichen kann, wie im Moment hier zwischen meinen Fingern, dann entsteht kein Ton. Und wir haben das gelöst durch diese Kanäle, die da drin sind. Ähnliches Prinzip wie beim Flüsterasphalt, nur eben dauerhaft. Das heißt, dieser Straßenbelag absorbiert auch noch Schall. Also einige Vorteile, die die Straße sicherer machen und besser nutzbar machen. Und dann kommen später Smart Services dazu. Man spricht ja heute nicht mehr über Funktionen oder Applikationen, sondern nur noch über Apps.
Und Smart ist immer das Ding mit dem iPhone. Also diese Knöpfe heißen, man kann die Straße verschieden konfigurieren, man kann sie auf verschiedene Art und Weise nutzen. Wie sieht das für die Kommune aus, die unser Hauptkunde ist oder Hauptanwender ist? Normale Straßen kosten ungefähr 1 € pro Quadratmeter pro Jahr, um sie zu erhalten. Und hätte sie so einen Straßenbelag, der solaraktiv ist, dann könnte die Gemeinde zwischen 5 und 8 € verdienen pro Quadratmeter pro Jahr nach Abzug der Investition. Das ist jetzt eine Rechnung, die einen Lebenszyklus von 25 Jahren ansetzt, den wir annehmen für diesen Belag. Wir haben das mal untersucht in der Stadt Bad Hersfeld, welche Straßen sich überhaupt nutzen lassen. Sie können sich vorstellen, im Tunnel ist es nicht so gut, Photovoltaik zu verlegen. Natürlich gibt es andere Situationen wie im Stadtkernbereich. Das ist das, was rot ist. Hoppla, jetzt ist das hier irgendwie von alleine weitergegangen. Was rot ist, die Häuser sind hoch, der Verkehr ist dicht, da macht es keinen Sinn, Solar anzuwenden. Aber weiter draußen, da wo Wohngebiete sind im Speziellen, dort macht es sehr viel Sinn, diesen Belag zu nutzen. Und wenn wir das auf Deutschland mal hochrechnen würden, könnten wir so viel Strom erzeugen, das geht alles hier von alleine, soll nicht, könnten wir so viel Strom erzeugen, dass wir ungefähr 36 Millionen Pkw mit diesem Strom versorgen könnten, wenn sie elektrisch betrieben wären. Wir haben zwei Produktlinien, links, das nennen wir Soulwalk, das ist so eine Gehwegplatte, die man quasi auf seine Garageneinfahrt legen kann oder am Swimmingpool herum. Oder auch eine Dachterrasse kann jeder selber in die Hand nehmen und anschließen. Und das andere Wall Street ist unser Modul, was automatisierbar verlegt werden können soll, was dann für Straßen mit einer hohen Belastung gedacht ist. Ja, so sehen diese Oberflächen aus, nicht nur von uns, sondern auch von unseren Konkurrenten. Man sagt ja immer, wo kein Geschäft ist, ist keine Konkurrenz. Oder umgekehrt, wie war das? Auf jeden Fall, es gibt Konkurrenten in Holland, in Frankreich, in den USA, seit neuestem auch in China. Die haben auch den gleichen Grundgedanken, eben die Sonne und die Straße zu nutzen, um Strom zu erzeugen, haben unterschiedliche Technologien entwickelt, kommen auch so langsam aus dem Quark wie wir auch. Das sind jetzt Bilder von der Konstruktion. Wir haben uns darauf spezialisiert und fokussiert, dass man unseren Belag sehr schnell und automatisiert verlegen kann, weil das Verlegen ein hoher Kostenfaktor ist, wie man vielleicht erahnen kann, wenn man diese Schwerlastkräne und großen Teile hier sieht von der Konkurrenz. Und auch die Chinesen haben jetzt 1 Kilometer Highway schon gebaut und haben gesagt, dass sie weitere Highways damit belegen werden. Und das Foto rechts ist ein bisschen gemein, aber ich habe es trotzdem gezeigt, um auch zu zeigen, die sind auch am Anfang, es gibt Schwächen. Möglicherweise, wenn eine schwere Baumaschine drauf fährt, dann kann so ein Belag auch nochmal kaputt gehen. Also soll heißen, wir sind am Anfang der Entwicklung, nicht am Ende der Entwicklung. Wir müssen noch ein bisschen dort investieren. Wir müssen Pilotprojekte machen, damit wir vorankommen. Aber das Ziel ist eben, dass dieser Belag das auch alles dann ertragen kann. Das ist eine Übersicht, kann ich mal kurz überspringen. Zu uns selber, wir sind ein Startup, wie man heute sagt, aus Berlin, 4 Jahre alt. Wir haben Technologie entwickelt, Patent angemeldet, ein bisschen Geld eingesammelt, sind jetzt dabei, die Produktion vorzubereiten, haben Jurys überzeugen können von unserem Konzept und unter anderem den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen, 2016 im November. Und sind jetzt auf dem Wege in die Produktion, sind im Kern 4 Leute, nicht gerade eine Boygroup, wie das bei Startups heute üblich ist, sondern schon ein bisschen gewachsen, aber dafür auch erfahren. Und wir haben Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, 2 Fraunhofer-Gesellschaften, 2 Universitäten und Bundesanstalt für Straßenwesen, die auch dabei ist und haben eine gute öffentliche Wahrnehmung, sind zum Beispiel auch als Exponat im InnoTruck, das ist ein LKW, der im Auftrag der Bundesregierung durchs Land fährt und Zukunftstechnologien zeigt. Auch dort haben wir ein Exponat, der insbesondere Solarstraßen in Verbindung mit dem induktiven Laden zeigt. Ja, das war vorher die falsche Folie. Genau, wir sind natürlich auch im Tagesspiegel gewesen. Habe ich vergessen, die vorherige rauszunehmen. Okay. Ja, wir haben Projekte vor uns, die wir dieses Jahr beginnen. In Berlin, in Köln machen wir unseren ersten Radweg jetzt im Sommer, den wir auf einer Strecke von 100 Metern belegen mit unseren Modulen. Wir haben aber weitere Projekte in New York. Da war es schön vom Film her. Die haben wirklich das Ziel, auch 100% CO2-neutral zu werden. Auch in Los Angeles, in China, in Korea, wir kriegen Anfragen jeden Tag eigentlich, die wir gar nicht mehr bearbeiten können, weil das Thema irgendwie sehr schnell offenbar überzeugt und die Leute das gerne ausprobieren wollen. Das spannendste Projekt haben wir möglicherweise in China zur Olympiade 2022. Die Chinesen haben vor, auf einer Strecke zwischen rechts unten Beijing, man kann das ein bisschen schlecht sehen, und links oben gibt es einen Ort Zhangjiakou in den Bergen, da wird Ski gefahren zur Olympiade 2022.
Und dort wird ein Highway jetzt gebaut, um das Olympiavolk dort hin und her zu fahren. Und auf diesem Highway sollen eben Busse fahren, die fahren autonom, die fahren elektrisch, die werden induktiv geladen mit Solarstrom, also vier neue Technologien in einem Projekt. Und da sind wir natürlich sehr stolz, dass wir dabei sein können. Und jetzt sind die 10 Minuten voll und ich bin fertig und danke für Ihre Aufmerksamkeit.